Alles klar, Freunde, willkommen zu Part 3 und da ist ein Pikachu einfach rausgehüpft. Wir gehen direkt rein. Da ist einfach ein Pikachu rausgehüpft. Riesig. Hä? Ich verstehe das nicht. Oh! Mach mal langsam. Au. Mach mal langsam hier an der Stelle, ne? Mach mal hier langsam, Pikachu. Es ist schon interessant irgendwie, das Spiel, aber... Ich weiß nicht, Freunde. Man fängt halt legit nur, ne? So habe ich das Gefühl jetzt anfangs. XL, Größe XL. Ah, jetzt. Ich hab's gesehen, ich hab's gelesen. Guck mal, die zwei Safcon an. Warte, hat er gerade die zwei Kukuna Safcon genannt? Was für ein Noob, ey. Freunde, ich werde es erst im nächsten Part merken, dass ich die ganze Zeit zu Kukuna Safcon gesagt habe. Sorry. GG. Die sind ja auch riesig. Hallo, Hornlieu. Nee, Hornlieu, ciao. Dich haben wir schon. Da steht Tür, Hornlieu. Da steht Tür. Raus mit dir. Wir wollen zu Safcon. Safcon hier an der Stelle. Ah, der Elf, wie groß. Riesig, Level 3. Fangen wir mal eins einfach. Einfach fabelhaft. Oh Lord, man kennt ihn. Man kennt ihn. Kuna wurde gefangen, alright. Also ich überlege jetzt für mich einfach. Ich glaube, immer wenn ich ein neues Pokémon sehe, das fangen wir. Und ansonsten spielen wir weiter. Auch wenn man durch ja, fangen Pokémon trainiert. Ich glaube so einfach, dass wir mal die Pokémon gefangen haben. Weil ich bin mir sicher, später wird noch das ein oder andere Pokémon kommen, was dann deutlich stärker ist als die hier so. Also ja, ihr wisst ja, wie das dann läuft. Wir machen einfach mal weiter. Ändern mal ganz kurz unser Team vielleicht. Nicht Team Box würde ich gerne rein. Holen wir da mal kurz zwei Pokémon rein oder die wir noch nicht im Team haben. Ein Mirapla, wir könnten statt Mirapla mitnehmen hier an der. Nehmen wir mal einen Saftkopf. Ich hätte Bock auf ein Hornio, Mates. Auf ein Raupi mit. Ja, ich habe Lust auf Raupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, was soll das heißen? Sind das die ersten 3, 6 Pokémon, die ich gefangen habe? Oder sind das gerade die Pokémon, die ich mit... Stopp. Teamer. Ich depp. Ich habe mein Team im Part 2 gar nicht geändert. Ich dachte, ich hätte mein Team geändert und... Oh mein Gott, die das dann gesehen haben, die haben sich bestimmt einen abgelacht. Die haben sich bestimmt gedacht, was macht der Boy? Okay, das ist ein bisschen... aus Team entfernt. Oh lol, ich wollte nicht. Okay, das ist schon ein bisschen weird gemacht, um echt zu sein. Das ist schon ein bisschen komisch gemacht, so. Also, es ist nicht komisch, sondern es ist ungewohnt, legit. Du kommst mal wieder ins Team. Yeah. Du auch. Oh mein Gott, das ist echt. Das ist mir peinlich, ein bisschen, um echt zu sein. Weil ja, auch Partei, glaube ich, habe ich einfach gesagt, ja, jetzt ändern wir kurz zum Team. Einfach nicht geändert. Das ist einfach nur die Reihenfolge von der Box hier geändert. Das sag auch schon. Aber jetzt, guck mal, wir werden schlauer, Freunde. Wir waren einfach. Ist einfach auch ein neues Spiel an der Stelle. Deswegen verzeiht Safcon. Oh, da ist irgendwas Rotes. Großes Raupi. Hm. Hier ist ein Pokémon. 5 Pokébälle finde ich. Okay, nice. Ja, wie gesagt, wir holen uns an der Stelle. Wer schreit da so? So! Außerdem. Außerdem habe ich die ganze Zeit Safcon gesagt, aber wir haben natürlich Kukuna gefangen. Wir haben die ganze Zeit Kukuna gefangen und nicht Safcon. Oh Gott, Freunde. Oh mein Gott, ich sehe schon, die ganzen Pokémon-Experten, die werden mich zu Grund und Boden stampfen. Yes, okay. Aber ja, es ist so das erste Mal für mich sowas, so Let's Play. Und das ist, dass ich meine, eigentlich spiele ich Pokémon-Spiele, also bin damit aufgewachsen, kenne mich auch aus, Safcon. Aber wenn man quasi aufnimmt auf 5, 4 Sachen, gleichzeitig achtet, ob die Aufnahme läuft, ob Ton gut ist und so fort, da kann sowas passieren, Freunde, dass man Safcon mit Kukuna und so verwechselt. Safcon, bleibst du mal bitte in deinem Drecks-Pokéball? Was? Safcon? Safcon? Was? Au, bitte werfen Sie den Pokémon richtig. Danke. Aber ich glaube, die Beere hat nicht mehr funktioniert. Oder die wirkt nicht mehr. Halleluja, Halleluja. Okay.
keiner weiß. Safkon ist aber an der Stelle auch gefangen. Und der vorhin war Kokuna, wie gesagt, Freunde. Kiki. Junge, hier hoch. Oh, wir kämpfen. Ja, kannst du genau ansehen. Weil wir sollten vielleicht mal ein bisschen Raupi pushen und so, weil wir gegen Rock kämpfen werden. Typen nachher mit Pikachu haben werden. Nachher noch. Hornlio aggressiv. Das ist krank, wie der den einfach dahin wirft. Ohne Spaß. So. Hier verpisst sich einfach so. Oh, das ist nicht so effektiv. Oder? Ja. Weil Käfer ist sehr effektiv gegen Kampf. Genau. Ey, mal langsam. Oh, vergiftet. Was? Nein. Never mind, I'll fall. Kampf jetzt hier drauf. Verpasst im Ruckzuck an der Stelle. Und raus mit dir. Zack, raus. Oh, wir sind jetzt vergiftet. Ich weiß, ob ich ein Gegengift habe. Ich muss ja ganz in unser Beutel schauen. Aber ich glaube nicht. Egal, mach nichts. Wir tun dann Taubs an erster Stelle. Das ist, passt auf jeden Fall auch. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich hier Gegengift habe für mein Pikamau. Medizintasche. Oh, leider nicht. Dann. Pikachu, sorry, my friends. Ne, nicht Mirapla. Wir tun dann. Ups. Taubsi. Schön mit Taubsi. So, auf ein freshes Tauboga hatte ich auf jeden Fall auch Bock. Was gibt's hier? Boom. Im Vertania-Wald sind wir, by the way, ne? Vertania-Wald. Ah! Oh, ist ein männliches Pikachu jetzt. Okay, lass mal einen Blick drauf werfen. Riesig. Hat mich gefreut. Ciao. Hau rein. Wir sehen uns morgen. Was? Was war das? Ah, Kokuna wieder da. Oh, oder Safkon vor uns. Keine Ahnung, habt ihr nicht gesehen. Aber Safkon holen wir auch mal direkt ins Team, weil auf Level 10, wenn ich alles, wenn sich nichts geändert hat, sollte es sich zu Smetbo entwickeln eigentlich. Und so Smetbo und Bibo wären eigentlich gar nicht mal so schlecht. Um ehrlich zu sein, gegen Rocco. Ah ja, mehr oder weniger, ja, mehr oder weniger. Nein, eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Mirapla ist da am besten eigentlich. Ja, ja, ja. Ja, wisst ihr, dass wir das einfach so wie es ist. Ja, let's go. Kokuna, es ist schon geil, dass so Pokémon auftauchen. Wie gesagt, wir wissen jetzt, blau sind, da sind die Pokémon winzig. Rot sind sie riesig. Normal sind sie ja normal so. Aber ob dieses riesige... Ah, da haben wir Gegengift jetzt an der Stelle. Aber es ist ja nicht mehr wie früher, dass Pikachu trotzdem... Kraftpunkte verliert. Wenn man läuft, so war es nämlich früher. Eigentlich sollte das immer noch so sein. Eigentlich wurde das geändert, sage ich. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, keine Ahnung. Aber wir hielen mal Pikachu oder geben ihm mal Pikamau, geben ihr mal an der Stelle ein Gegengift. Das soll nicht sein. Sie soll nicht vergiftet sein. Unser Pikamau. Alright, sehr schön. Jetzt wollen wir mal langsam raus aus diesem Gewalt hier. Willst du dich noch batchen? Oder haben wir es schon gebatcht? Ja, nein, ciao. Okay. Du, aber ja. Komm her. Komm her, Junge! Ja, ich habe auch Pokémon. Komm her, lass uns batchen. André. Oh je, der André. Wieso? Warum schaut der so böse? André! Ja, gegen Pikachu, gegen Evoli. Ich merke schon, ich bin total durch den Wind gerade. Haha, Windstoß. Gegen Taubs hast du nicht so viele Chancen. Raus mit dir. Raus mit dir. Raus mit dir. André, dieser André. Oh lol, keiner weiß. Keiner weiß. Ja, und Pokéball richtig. Safkon wieder am Start. Und du willst auch batchen? Was? Nein? Okay. Ja, ich habe genug Pokébälle, keine Sorge. Gibt's da was? Da gibt's einen Trainer. Gegen dich kämpfen wir gleich. Da ist ein kleines Pikachu. Oh, was war da? Großes Raupi, okay. Tipps zu Trainer, entferne einen der Joy-Controller von der Konsole, schüttle ihn, so kannst du mit deinem Partner Pokémon spielen.
Ich weiß auch nicht, was Sache ist. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich weiß nicht. Aber wir batchen uns jetzt mal. Let's go. Bisa. Was? In diesem Wald leben keine Bisasamen. Verarsch mich nicht. Tamara? Tamara? Verarsch mich nicht. Tamara, ich sag's dir. In diesem Wald leben keine Bisasamen. Es sei denn, sie hat irgendwas anderes gesagt. Tamara, hör auf. Tamara, please. Tamara. Kratzer. Aha. Oh, wow. Ja, hier sollten keine Bisasamen leben. Hör auf. Oh, so, ihr Nidoran-Weib, ich sieht übel groß aus. Keiner weiß. Tamara, ja, ja, komm, spiel nicht. Komm, Tamara, was ist los? Da oben haben wir hier etwas. Sieht nicht so aus. Oh, doch, ein Pokéball. Ich hätte übel Bock auf einen Anton irgendwie, um ehrlich zu sein. Ohne Spaß. Naja. Finden wir früher oder später sicherlich finden wir noch einen Anton. Hornlew? Komm, Schlägerei. Ich mach das immer, Freunde. Ich kämpfe gegen jeden eigentlich so, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich. Mach ich immer. Wie seid ihr da unterwegs? Kämpft ihr gegen jeden Gegner oder geht ihr jeden Gegner aus dem Weg oder macht ihr das so spontan? Ich kämpfe eigentlich gegen jeden, den ich sehe, um ehrlich zu sein. Irgendwie habe ich das immer so gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ja. Naja, let's go. Windstoß. Naja, One-Shot. Easy, Crit. Was? Aulo, Kukuna, mal wieder unterschätzt dir an der Stelle, aber dein Härtner bringt dir nichts. Dein Härtner bringt dir nichts, das sage ich dir. Au. Kukuna wurde besiegt, raus mit dir! Dankeschön. Danke, danke. Theo, komm. Komm, Tzatziki essen, aber nicht, aber gewinnt du es heute nicht. So. Also, es sollte ja eigentlich kein Bisasam geben, beim Respekt. Es, Tamara hat irgendwas gelabert. Es, warum glänzt das hier so? Bide? Soll ich die Tipps zum Werfen geben oder so? Irgendwie sowas hat sie gesagt. Naja, morgen. Aber, Herr Güre, aber, jetzt komm. Aber. Taubsi, okay. So, raus mit dir, Taubsi. Taubsi Level 4, let's go. Ah, Windschuss. Au. Okay. Tackle. Boah, aggressiv, schon mal. Wie Tackle an der Stelle abgeht. Zack. Bodycheck. Boom. Also, Bodycheck ist natürlich eine andere Attacke, aber ja. Einfach so zur Veranschaulichung. 16 Erfahrungspunkte und der Rest des Teams ebenso. Güre Awa, jetzt komm, spiel ich nicht auf. Drei Pokébälle her damit. Ich finde nicht nice, dass Pokébälle droppen, weil eigentlich sollte man sehr viel fangen in diesem Spiel. Und ihr merkt auch schon, wir haben seit langem kein Level-Up mehr bekommen auf die Pokémon, glaube ich. Und das bekommt man am besten, schätze ich, einfach, wenn man Pokémon fängt, ne? So mehr oder weniger. Hey! Da bin ich über einen Safcon gestolpert. Ah. Ciao. War schön. Aber wir gehen. Ah, ich hab. Eigentlich habe ich immer eine Vertania, weil mein Starter-Pokémon, also damals bei Rot, Edition etc., weiterentwickelt und bin dann erst dann raus. Aber Pikachu kann sich hier nicht weiterentwickeln. Wenn ich. Also ich glaube auch nicht mit einem Donnerstein. Tipps für Trainer, du kannst Pokémon. Okay. Ja. Also eigentlich kann sich ja Pikachu entwickeln, so ist es nicht, aber ich glaube in dieser Edition. Also, ja, in Let's Go Pikachu nicht. Selbes gibt, glaube ich, für Evoli, dass Evoli sich nicht entwickeln kann. Wir gehen einfach mal raus. Wir gehen einfach mal raus und bewegen uns nach auf Marmoria City zu. Max, jetzt. Windstoß in es. Oh, One-Shot. One-Shot-Deal, Taubsi, Full Crit. Ja, ich glaube, also mit Fangen ist halt, glaube ich, so eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man Pokémon fängt. Ja, ja. Ey, wer bist denn du?
Hast dich verlaufen. Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwas irgendwie aus den einzelnen Statusen zusammen. Genau, das, genau. Da wurden wir auch schlauer. Danke, mein Freund. Hey! Sträucher am Wegesrand bemerkt, oder? Ja, wie ich höre, kann man sie mit der Geheimtechnik Spaltschnitt zerschneiden. Ja, okay, es ist kein Zerschneider mehr, sondern Spaltschnitt. Also, diese, ich denke, die Zerschneider als Angriff gibt es immer noch als Attacke, aber die Geheimtechniken haben sie halt einfach abgelöst. Die VMs. Oh, okay. Mamoria City, Freunde. Wir sind, oh. Oh, also nicht, was ist jetzt los? Oh, da war ein Sackbo. Ja, Pokémon Arena. Hast du recht, mein Freund? Schau mal an, Pika Mau ist auch schon ganz heiß auf den Arena-Kampf. Stimmt doch, oder Pika Mau? Auf jeden Fall. Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch. Alright, hier, was ist das? 5 Tränke von Arseni, dankeschön. Was geht ab? Okay, nicht schlecht. Wir gehen zum Arena-Leiter auf jeden Fall. Lass uns unsere Pokémon healen und dann gehen wir rüber. Mau. Hallo. Einmal bitte heilen. Genau das. Und Zerschneider? Sollten wir eigentlich hier bekommen. Also ja, die Geheimtechnik sage ich jetzt mal. Das ist ja kein Zerschneider mehr. Dankeschön. Let's go. Bert uns halt wieder. Ja, morgen. Alright. Was geht bei dir? Aber Arena Rotor ist ganz anderes, ja. Das werden wir gleich sehen, was mit Rocker abgeht. Oh, hallo. Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokébälle zu kaufen. Bitte. Hallo. Hey, Nidoran. Nidoran sitzt. Okay, das ist mir ein bisschen zu streng. Wir haben unser Pokémon per Tausch erhalten und kommen nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar recht schnell voran, aber doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Ja, richtig, wenn man Pokémon tauscht, dann erhält es spezielle Erfahrungspunkte. Genau. Warte mal, da ist doch Bösenmuschel. Ha, wusste ich doch. Her damit. Kapsel X-Abwehr. So, dann lass es mal straight. Kleinstein. Kleinstein. Wie nett Kleinstein aussieht. Was gibt's hier noch so? Oh je, der wird's heute wissen. Okay. Lass mal direkt zum Arena-Leiter gehen, oder? Was würde ich sagen? Oder? Ich glaube schon. Oh, Smetbo, wie geil. Smetbo, pass hier auf, wenn Smetbo auf, okay? Oh, Fleckmon. Was geht? Störig sein. Gefallen? Welchen? Ja. Eigentlich hatte ich einen Besuch im Marmoria-Museum geplant, aber nun hat mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Fleck. Könntest du vielleicht hier bleiben und auf mein Fleckmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert auch bestimmt nicht lange. Ja, okay, klar. Okay. Spaß gemacht, wir sehen uns auf Part 5. Spaß. Ja, jetzt. Fleckmon? Okay, die Fleckmon, guck mal. Erfolgreich haben wir mit Fleckmon gefaulenzt. Genau das ist Fleckmon. Kein Ding. Riesenperle, oh la, her mit den Moneten. Ja, ja, sicher komm, ich nochmal aufpassen oder was? Die will mich nur abziehen. Pipi eigentlich vom Mondstamm soll ja. Pipi. Die Jasmin wurden wohl, die sich nach dem Mondstamm auf den Mondberg gefahren sind. Oh, genau dies. Auf damit. Sesam, öffne dich. Scheiße. Was? Sogar Zuschauer? Oh oh, jetzt darf ich mich nicht blamieren. Wechselwirkung zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber Gestein-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arena in den Kampf geschickt. Richtig, aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nun zwei davon voraus,
Und das ist Pflanze und Wasser, richtig. Ja, okay. Hab ich. Achso, ich sollte was sagen. Ja. LOL! Dürfte ich sonst nicht rein oder was? Krass, du kleiner Penner, pass auf, ich würde es auch ohne Wasser- und Pflanzen-Pokémon schaffen. Ja. Pass du mal auf, Alter. Jetzt machen wir aber Folgendes. Was hat Mirapla für Angriffe schon? Mirapla! Absorber, okay, Absorber wird uns auf jeden Fall helfen. Säure an der Stelle eigentlich auch. Ups. Das Ganze mal so. Pika, pika, tschüss. Tackle-Schnabel, Tackle-Farbe, Sandwirbel. Machen wir das Ganze mal so. Und dann lassen wir aber... Wir fangen mit Mirapla an. Mirapla soll so viel Erfahrungspunkte wie ich bekommen. Komm her. Mein erster Arena-Kampf. Komm her. Also, ist doch nicht der Arena-Leiter, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Jeanette, die Nette. Let's Klein Stolz. Die Aggressivfleisch eines Kummer, der will direkt kämpfen. Aber was haben wir für ein Level? Das würde mich jetzt interessieren. Weil eigentlich. Level 7, okay. Das ist, glaube ich, weniger als so. Eigentlich. Weil wir haben ja eigentlich keine. Wir kämpfen ja nicht gegen wilde Pokémon. Wir müssen sie halt fangen und dann kriegen wir Level. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich aufs Level gespannt. Ich glaube. Erster Arena-Leiter hatte so höchstes Level. Ist einfach nur grob geschätzt. 14, irgendwie sowas. Höchstes Pokémon von den 14, 16. Könnte hinauen. Also in den vorherigen Editionen. Bin gespannt, wie es eben jetzt hier ist. Stehen geblieben! Was ist das für ein Knirps? Ach, der Georg. Der Camper. Das ist immer der. Das ist solche Typen, die campen immer, egal welches Spiel. Er ist aus der Camper Georg. Ein Absorber und du liegst flach, mein Freund. Was soll ich dir sagen? Ciao. Holt Rocco her. Rocco Locco. Rocco, komm her, Rocco. Taubst du die wilde Ruckzucki? Geben wir dir. Master für Sandwirbel. Ja, okay, Sandwirbel. Ja, noch mal. Hau raus. Komm. 1, 2 und schwupp. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit so rumzappel. Aber ich will da zu Rocco jetzt. Komm her. Ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du jetzt sicher schon denkst, setze ich im Kampf vor allem auf Gestein-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davor nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Ja, das will ich sehen. Ja, komm du nur her. Ich kann auch so Posen machen, Junge. Komm her, was los? Let's go! Dieser herrscht dir, ich bin Rocco. Ich bin Osaru, komm her, Junge, was los? Kleinstein. Level 11. Okay, das ist. Ich wollte gerade schon lieben, aber er ist stärker. Aber ja, wir haben halt MVP Mirapla. Ha. Genau das. Und jetzt kommt der Legend of Onix. Sollte er kommen, eigentlich jetzt. Onix! Jawohl. Weiterkämpfen. Genau. Oh, Steinwurf. Oh, ich habe jetzt geschaut, was für ein Level Onix ist. Aber wir gehen uns eben mit Absorber. Level 12. Ja, easy peasy. Ciao. Level 12, ich weiß, ich könnte vielleicht hinkommen so. Mit dem, was ich geschätzt habe. Ich glaube, es ist ein bisschen, ja, vom Level her geringer als sonst in Edition, sag ich mal. Aber alles gut. Doppelteam? Willst du Doppel erlernen? Ich kann mal auch. Okay, komm. Machen wir dafür Heuler weg. Let's go. Ja? Rocco, meine Chancen stehen schlecht, habe ich gehört. Ja, sie waren echt schlecht. Legit ein Pokémon, zwei Attacken. Das hat's gecarried. Ja, mit den Moneten. Ja, mit dem Poké-Dollar.
Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Oh, wie geil! Guck mal! Bist du jetzt 20, okay. Kopf. Boom! Kopflos hier an der Stelle. Okay, nice! Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Freunde! Ich glaube, das speichert automatisch für mich alles durch. Oder nee, will Pikachu was von mir? Ist es wegen dem oder was? Pikachu! Freudensprünge, oh wie süß. Freunde, ich würde sagen, perfektes Ende für diesen Part. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.